Da gibt es sehr viele kuriose und sehr schöne Momente, aber es ist jedes Mal wieder erstaunlich und natürlich auch sehr erfreulich, was da mittlerweile los ist auf der Kinotour. Und mittlerweile verkleiden sich die Leute schon wie wir oder haben Geschenke dabei. Bobbycars gab es zum Beispiel, weil sie einen Film gesehen haben, dann haben sie uns Bobbycars geschenkt und so. Also das Fanverhalten ist schon großartig und was da abgeht, ja. In München oder in Bayern, also in Niederbayern merkt man es natürlich noch mehr, aber auch in München merkst du es schon, klar, wirst immer wieder mal angesprochen, Sie sind doch der Eberhofer. Das passiert mir auch am Hamburger Flughafen schon. Ja, es ist klar, wenn man mit Tieren dreht oder wenn man mit Hunden dreht, das ist immer auch ein bisschen eine Geduldsprobe und eine Geduldsfrage. Und was ich wirklich interessant finde und sehr witzig finde, ist, dass auch ein Hund besser wird. Also er hat wirklich viel Training bekommen und er wurde immer besser und cooler über die Jahre. Also der hat eine ziemliche Arschruhe weg. Und ich muss wirklich sagen, dass der Joker ist mittlerweile ein richtig abgebrühter Profi und macht richtig Spaß mit ihm. Also ich finde das ganz toll, dass es wirklich so ein Juwel in der deutschen Kinogeschichte gibt mittlerweile und dass deutsche Filme so einen Erfolg auch an der Kasse haben. Für mich ist es ganz toll, hier dabei zu sein, weil Eberhofer Krimis sind Kult und eben ein Stargast in dem Kultkrimi zu sein, ist für mich was ganz Besonderes und mache ich gern, abgesehen davon, als altes Zirkuspferd, Schauspielerin, die ich bin, also so spielen zu dürfen und einen komplett anderen Charakter verkörpern zu dürfen. Das ist natürlich ein Juwel, das ist eine ganz große Spielfreude und ein ganz großer Spaß für mich. Gut schaust aus. Also für doppelte Beckenfraktur, Schlüsselbeinbruch, Milzquetschung. Echt so früh? Ja, Franz, so viel. Hast du gar kein schlechtes Gewissen? Das wird schon wieder. Alle Tests haben ergeben, dass er eigentlich wieder ganz normal gehen können müsste. Meines Erachtens liegt die Problematik eher hier oben. Was findest denn du besser? Super White oder Crystal White? Vater! Wieso sagt denn mir da keiner was davon, dass sie mir da so eine bourgeoise Scheißhütten da mitten auf meine Wiesen einsteigt? Und? Kannst du was sagen? Total, die sagen. Unsere Tote war eine Freizeitschlampe. Schweinekram, Schmuddelvideos, Livecam. Brauchst du mir meinen Schwindel singen? Servus. Herr Rudi, hast du heute einmal mitkommen dürfen, ha? Herr Pfarrer, Ihre kleine Schwester verdiente auf sündige Weise ihr Geld. Aus! Du hast eine Affäre mit dem Mordopfer gehabt? Du musst die Gisela aus dem Spiel lassen. Ich kann super diskret sein. Gisela! Gisela! 1, 2, 3, 4! Ich bin jetzt Single. Ich schau aus meinem Fenster raus, zum Achtern! Männer, wer ist dafür, dass der Flötzinger Ehrenmitglied im Club wird? Hier geht ein Serienmörder um und Sie und Ihr Leftuti bohren in der Nase. Wir brauchen jetzt halt Profis. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Auf meiner eher weniger. Franz, willst du wirklich, dass unser Pauli in einem Stall aufwachsen muss? Du, dem Jesus hat das auch nicht geschaut. Was machst denn du da für eine Sauerei, ha? Das tut uns beide gut. Ludwig? Was soll denn der Schmarrn? Ich protestiere gegen die Gentrifizierung meines Hofes. Ups, ich glaube, der Blitzer ist leider kaputt. Das ist wahrscheinlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und das ist mir wahrscheinlich wurscht. Lies einmal, du Hosenscheißer. Born Rebels. Das heißt Born Rebels. Schreibt man das nicht ein bisschen anders? Als geborener Rebell kann ich das schreiben, wie ich will. Du, für Krankenhaus ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Der Kaiserschmarrn ist scheiße. Das ist ein Drama. Ein Kaiserschmarrn-Drama ist das.